Hi, ho meine Freunde, ich bin der Gamepad Hero und wir sind hier wieder da, wo wir das letzte Mal aufgehört haben. Bei Max Payne 3. Und müssen jetzt Sprengstoff an die Pfeiler hier platzieren. Weil Max will das Haus nämlich zum Einsturz bringen. Aber da dieser Raum sehr, sehr groß ist, werde ich wohl davon ausgehen, dass hier gleich eine Menge Gegner auf uns warten. So, dann da vorne platzieren wir noch einen C4. Es riecht einfach schon nach Gegner. Nach Tod und Waffen und Boom Boom. Ich wollte nur das beenden und hier weit weg von hier. Form, mehr Rats kommen aus ihren Holes. Tada! Überraschung. Ich hätte jetzt echt gedacht, es sind mal nur diese vier da. Aber nein, ich werde nämlich jetzt gleich tot sein. Weil ich nur noch einen Schuss vertrage. Okay, jetzt verträgt er nicht mal mehr einen Schuss. Fuck. Schön. Oh. At least my visitors have been kind enough to leave the gate open. Sie haben also die Tür aufgelassen. Ich vertraue dem Ganzen aber nicht so und denke mal. Oh mein Gott, Sniper. Sniper. Leute, da drüben sind Sniper. Boom. Er lebt immer noch. Oh mein Gott. Wo haben die ihn reingeschossen? Oder auch nicht, denn das musste ja kommen. War klar, aber immerhin habe ich jetzt wieder volles Leben. Naja. Boom. Und Deckung und direkt wieder hoch. Und boom. Und Deckung und direkt wieder hoch. Und boom. Ich weiß nicht, wo ich ihm reinschieße. Das wird einfach nicht angezeigt. Oh nein. So. Da oben wartet noch einer. So. Noch jemand? Nicht? Alle zufrieden? Gut. Oh je. Ich weiß nicht, ob das so intelligent war, denn ich glaube, das wird jetzt mein Todesurteil sein. Komm raus. Komm raus. Schnell, 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 schnell. Nein. Oh mein Gott, wie viele sind das? Eine Kugel. Eine Kugel. Die muss mir für seinen Kopf aufbewahren. Nein! So. Ich dachte schon. If I was gonna plant the rest of those explosives, I had to do it now. Sonst noch irgendein. Oh. So viele Typen.
Wieso fällt ihm jetzt ein, er muss die Munition wechseln? Wieso, Max? Wieso? Oh, ja klar. Schön ins Bein. So. Jetzt aber. Ich einfach nichts treffe, nichts. Stirb doch einfach. Gut. Any time I'd bought had been going real cheap. If I was gonna plant the rest of those explosives, I had to do it now. Platzieren wir den Sprengstoff mal an diesem Pfeiler. Wo kommen sie? Wo kommen sie? Wo kommen sie? Oh, schön ins Gesicht. Aber das wäre auch fast mein Tod gewesen. Platzieren wir die letzte Bombe noch an diesem Pfeiler. Und dann müsste es das auch schon wieder gewesen sein mit Gegnerwelle. Oder? Oder kommt da noch ein? Nö. Dann gehen wir mal weiter. Oder auch nicht. Habe ich Hä? Sieht so aus, als hätte ich einen Pfeiler vergessen. Ah ja, da hinten. I had one chance to do this right. I had to focus. Ja, Max, konzentrier dich und dann klatscht das Ding an die Wand und dann geht's los. That was the last of the explosives. I just hoped it was enough to bring down the building and all the evil in it. Großes Ballerboom. 3, 2. You see what this is? Come on, anybody? Want to be a hero? I got nothing to lose. Let's do it. Oder doch nicht. Que porra que tá acontecendo aqui? Senhor Nevis. What the fuck is your problem, man? My problem. My problem. Want to know what my problem is? You're turning humans into glue. That's what my fucking problem is. I don't know what you're talking about, American. All I know is what I hear about you. You bodyguard for the Brancos. They are all dead. You help the poor. Today, many of them dead. You are a proper American hero. At least I fucking tried. Well done with your effort. The whole city is grateful. The great American savior of the poor. That's right. You think you made any difference? You think stopping this legitimate business venture is helping anyone? Legitimate? You're stealing people's organs! We pay for everything! We have the records! Oh, so people can sell their livers, their hearts, their eyeballs? You're insane, you sick fuck! We kept people safe in the city! Decent people! Safe! I know a lot of powerful people. Well, your powerful people aren't gonna help you out of this one, buddy. Das ist aber gut. Gab's doch noch. Und wir sind tot.
Hauptsache erstmal so eine große Show machen und dann drauf gehen. Klasse Einsatz, Max. Naja. Nochmal, als wäre nie was gewesen. Töten wir den Spast. Bisschen beeilen. Alter. Alter. Geht wieder von vorne los. Dieses ganze Scheiß, Kack, Fuck, Dings, Scheiß. Naja. Also, einmal boom und dann nochmal boom, 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 dann nochmal boom, boom. Und dann Waffe wechseln und dann nochmal boom, boom. Oh mein Gott! So. Hauen wir den Typ nochmal aufs Maul, aber diesmal mit der Pistole. Oh, schade doch nicht. Hoho. Ey, wir haben schon 10.000 Schüsse abgegeben. Wusste ich gar nicht. Also jetzt weiß ich's. Und weiter geht's. Weiter, 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 weiter. Ich war am Nachladen, du Penner. Keiner hier, na super. Kommt hier niemand? Okay. Wow, 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 wow. Toll, da wollte ich jetzt gerade lang. Und wir wurden von hinten erschossen. Super. Und nochmal alles von vorne. Let's play Max Payne 3. Jeden Abschnitt 5-mal. Auf jeden Fall mit. So. Und dann geht's weiter. Autsch. Autsch. Basteln wir auch mit. Achtung. Achtung. Guten Tag. So, und wie es hier weitergeht, sehen wir dann in der nächsten Folge von Max Payne 3.